Auch in dieser Saison bieten wir Ihnen wieder in Zusammenarbeit mit dem Techboten die Highlights der Heimspiele des TSV Weilheim in der Fußball-Landesliga. Präsentiert werden Ihnen die Highlights von WUD, dem IT-Systemhaus in Kirchheim-Ödlingen. Ich begrüße Sie heute zum Derby TSV Weilheim gegen den TSV Köngen. Der TSV Weilheim geht mit folgender Aufstellung ins Spiel. Im Tor Otikal in der Viererkette von links nach rechts Kanaria, Kirschmann, Er und Ulukeli. Im defensiven Mittelfeld Tausch und Kuch. Im offensiven Mittelfeld von links nach rechts Zack, Lauer, Latte und Kriegs. Und vorne Majowski. Und es geht los mit Anspiel Köngen im Länderstadion. Spielminute. Mit dem ersten guten Angriff vollendet Latte zum 1:0 nach toller Vorarbeit von Sacklauer. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit, in der es wenig Höhepunkte gab und überraschenderweise mehr Spielanteile für den TSV könnten. First Personal Management GmbH, die erste Wahl bei Personal. Schrecksekunde für den TSV Weilheim, als eine Flanke die Oberkante der Latte touchiert. Siebenundsiebzigste Spielminute, Eckball für Köngen von der linken Seite. Schlussphase. Freistoß von der linken Seite, der Ball fliegt in den Strafraum und die Weilheimer fordern vehement Strafstoß wegen Handspiel. Die Szene nun aus der Perspektive der Hintertorkamera. Auch hier wird nicht klar, ob es sich um ein absichtliches Handspiel mit Vergrößerung der Körperfläche handelt. Riesenchance durch Kirschmann, aber ein toller Reflex des Köngener Torwarts.
Im Stand der Partie zwischen dem TSV Weilheim und dem TSV Köngen 1:1. Frust und Ergebniskrise in Weilheim. Ein Punkt aus zwei Heimspielen, das ist zu wenig. Die Spielstatistik wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Haus in Gröbingen. Die Spielstatistik weist ein sehr ausgeglichenes Spiel aus. Ballbesitz, Torschüsse, Eckbälle und Fouls bewegen sich auf einem fast identischen Niveau. Dementsprechend geht das 1:1 Unentschieden aus dieser Warte in Ordnung.